Hornissen! Ich nehme mir einen Salbebonbon. Nö, ihr hört jetzt diesen Bildschirm ein bisschen länger. Fuck, die sind ja noch geschlossen. Okay, nächste Packung. Ich habe zu viele Salbebonbons. Dass meine Mutter mir noch eine extra Packung mitgebracht hat, hat dafür gesorgt, dass ich jetzt doppelt so viele habe. Die Packung ist auch noch geschlossen. Ach, egal, mach ich sie auf. Oh! Mh, Dalmans Säbelbonbons. Schleichwerbung vom Feinsten. Mm. Super lecker, die Schale. Mm. Irgendwas habe ich eben runtergeworfen. Ah, meine Webcam. Ja. Ah, so. Ich genieße es übrigens, wenn man es nicht merkt, voll wieder aufzunehmen. Stufe 14, geil. Der Schrein vom Babamut. Übrigens, hallo zurück, Leute. Ihr seht mich wieder. Sieht ja auch kein bisschen aus vom Design her wie den ersten, den wir hatten. Nein, Lava. Das ist fies. Wirbelwind, 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 Wirbelwind. 4 Wirbelwind. 5, okay. Da ganz schnell rein und nach oben. Gut. Hier, 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 hier. Da, da, da. Okay, das funktioniert nicht. Ich bin ein Vollidiot. Man kann hier unten lang. 2, 3. Ja. Damage Boost. Damage Boost. Bin übrigens fast tot. Weil ich denke, ich werde nicht getroffen, dann werde ich doch getroffen. Hier nehme ich mit. Sie sind so nervig, die Wirbelstürme. Etwas, das im Videospiel dazugefügt wurde, was ich immer noch hasse. Piepen. Ach, kommt schon! Foxes Game, ich gespeichern. Gespeichern, ausmachen, neu laden und dann habe ich wieder volle Leben. Ah! Wir sehen uns wieder in der Höhle. Ihr wollt mich da wohl verarschen. Mitten auf dem Eingang. Hallo Leute und willkommen zurück. Also für euch ist ja keine Zeit vergangen. Außer das ist ein neuer Part. Muss ich mal gucken, wo ich schneide. Okay, es hat auch nicht geholfen. Ich dachte, das hilft. Es hat mal geholfen. Machen wir es auf die gute alte Art. Reingehen. Oh, und natürlich ist das Teil weg. Okay, dann spule ich ein bisschen vor, bis ich gefarmt habe.
So, hallo zurück, Leute. Zwei Leben sollen reichen. Hoffe ich. Wir gehen wir diesen langen, umnösen Weg runter und... Oh Gott, Hilfe, nein, ah, Tor! So, merken, die Teufel hier kann ich nur von der Seite treffen. Das heißt, ich muss quasi mich immer seitwärts um sie rumbewegen. Ich muss tänzeln, ich muss springen, ich muss... Nein, ich bin kein Dragonier. Und auch kein Dragonier. Und dann, wenn ich um sie rumtänzel, sie irgendwann seitwärts erwischen. Da oben sind noch zwei, ne? So. 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 Alleine sind die ja ganz einfach. Sagte er und kriegt's nicht hin. Weil man da quasi immer umtänzeln kann. Ich will das jetzt aufsammeln. So. Zweiter Schalter gedrückt. Dann gehen wir zu dem Lavabecken, was uns da so feurig angelächelt hat. Ich wollte schon freundlich sagen, aber man soll nicht lügen, liebe Kinder. Gegner, die in die Lava gefallen sind. Ha. Geschieht euch recht, ihr Wichser. Hier ist ein Riss an der Wand. Glaube ich, oder? Hier ist nur so aus. Sieht nur so aus. Irgendwas muss hier doch sein. Eine ohne Null hinweisen. Lach in die. Ach, warte. Das war doch viel zu einfach. Komm, irgendwas muss mich doch abfacken. Ich weiß übrigens, dass es eine Bombe ist, weil als die Fledermäuse gekillt habe, habe ich diese Wand gesehen. Da. So. Optionales Zeug. Optionales Zeug. So, damit haben wir jetzt 24. Wir nähern uns langsam den 30. Der Raum der Fledermäuse. Ja. Ja, okay, sie kann mich treffen, aber ich nicht. Because Logic. Und keiner von denen droppt ein Herz. Ach. Nö. Kannst mich mal. Interessiert mich nicht. Okay, interessiert mich doch. Enge. Gänge sind nicht gut. 20 Level zerbrochen. Unfall. Oh, so ein Rätsel. Oh, ich liebe diese Rätsel. Tack, 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 tack. Tack, 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 tack. Tack, 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 tack. Das war ja leicht. Ich weiß ja voll Leben, aber. Principles. Oh mein Gott, Gegner. Oh, okay, das ist echt scheiße. Mit Magierin? Am leichtesten ist es einfach von denen abzuhauen.
Babamut. Why the fuck? Wie auch immer ich die Kiste geöffnet habe. Aha, das war alles nur, damit ich die Karte von Babamut bekomme. Wenn ich irgendwas Wichtiges verpasst habe, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Sieht aus, als wenn du auf eine Wand zeigen würdest. Nein. Du guckst einfach nur so die Wand an, Statue. Okay, starten gerne die Wand an, Wände an, Leute. Ich gehe mal davon, dass Schokobus und sowas. Es gibt alles in Ebenen, wo man sonst nicht hin kann. Sonst würde es ja nicht so heißen, ne? Ah, hier. Wollte gerade sagen, außerdem würde mir nichts einfallen. Vorsichtshalber. Es wird dann leicht gut gerüstet. Babamut. Ich habe sogar eine Karte. Das sieht cool aus. Hey, du hast Wiederhörner. Hashtag Sternzeichen wieder. Wenn das kein großes Summe war. Schokobo-Fleisch. So. Choboko, weil dann brauche ich kein schlechtes Gewissen haben. Ja. So. Dann gehen wir mal mit dem Fleisch zurück ins Dorf. Der Typ sagt uns dann noch garantiert, wie wir das zubereiten können. Am Ende ist er ja selbst der Evil Overlord. Und wenn wir das dann zubereitet haben, können wir zum Händler gehen. Jemand in Aogai soll das zubereiten können. Ja, wir sind in Aogai. Wenn das jemand kann, dann ist es doch gar nicht. Der meint damit doch garantiert eine Frau. Oder das spricht doch irgendwas anderes an. Weil meistens sind ja in sowas die Männer die besseren Köche. Ah, ich weiß noch, wie ich es immer für meine Kinder zubereitet habe. Das ist schon ein Jahr her. Guten Herr. Oder ein Jahr her, Jahre. Egal. Egal. Wir haben jetzt Schokofleisch und das müssen wir schnell liefern, weil das wird garantiert kalt, ne? Und dann Quest failed. Also Schoko, 25 Schaden. Himmel, Arsch und so. Spiel gespeichert. In Sicherheit. So. Mein hungriger Händler, ich komme, ich eile. Gib mir bitte, was du hast. Ah, mein Geliebtes, dann würdet ihr erstmal überlassen. Ja. Ich danke euch, jetzt geht es mir besser. Hier, habt ihr was Schönes. Bonusherz. Geil. Cool. Also, ne? Beschwere ich mich nicht. Dann gehen wir noch ein letztes Mal speichern. Hätten wir, haben unser Flugschiff so blöd geparkt, dass wir da nicht mehr reinkommen. So, dann kann ich auch gleich hier nochmal heilen. Aber wenn wir einen Bonus jetzt bekommen, dann ist Sephiroth doch so eine Art, ja, 2D-Gegner, ne? Warte, der Typ wusste von Sephiroth, dass wir gegen ihn kämpfen? Wieso hat er uns das nicht gleich gegeben? Er will, dass die Welt untergeht. Oder dass es ihm gar sogar lange Geld hat. Oder was zu essen. Händler, wisst ihr immer, die versteht man meistens nicht. Notlagen, wir könnten die Welt retten, indem wir dir unsere ganz super Ausrüstung geben. Aber, hier verlangen wir Geld dafür. Ja, ich habe das Schlupfschiff so platziert.
dass ich quasi mich da durchglitsche. Interessanter Bug. So complete useless, aber interessanter Bug. Warte, kann man das allgemein machen mit dem Dorf? Dass man das Dorf komplett überspringen kann? Wobei, dann schaltet man wahrscheinlich ein späteres nicht frei. Da, da, da. Da, da, da.